Hallo Leute, willkommen hier auf meinem Kanal. Ja, lange nicht gesehen, trotzdem wieder erkannt. Ich möchte sagen, ich habe mein Kameraproblem gelöst. Das ist quasi die erste Aufnahme mit meiner nagelneuen Panasonic-Kamera. Full HD Stereo, also richtig Luxus, für mich jedenfalls. Dafür ist jetzt allerdings mein Rechner kaputt gegangen. Mal gucken. Ist nicht so ein ganz gewöhnlicher Sockel. Das ist der LGA 1366. Also nicht so, nicht so einfach, da noch ein vernünftiges Mainboard für zu bekommen. Aber der Rest der Hardware ist sehr gut und ich habe da auch einen vernünftigen Prozessor drauf. Grafikkarte ist gut. Wird für Full HD Schnitt wird es reichen. Sehr zu meinem Bedauern ist leider der YouTube Editor nicht mehr verfügbar seit dem 22. September, was mir überhaupt nicht schmeckt. Also werde ich mir auch noch ein Videoschnittprogramm besorgen müssen, aber ich vermute, das wird also dieses Jahr noch alles vernünftig laufen. Internet werde ich wohl jetzt auch über diesen Cube von Vodafone machen oder Anfang nächsten Jahres, weiß ich noch nicht so genau, wie es halt passt. Dann habe ich mindestens 50 GB hier im Monat, dass ich mindestens mal ein paar Videos von euch wieder gucken kann und vielleicht auch 3-4 Mal hochladen kann, also auch von hier aus. Ne? Ich bin also gerade in Pyrmont zu Besuch, genau heute. Wenn ihr das Video jetzt am selben Tag schaut, wie ich es hochgeladen habe. Und so habe ich dann vielleicht auch mal ein paar mehr Möglichkeiten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn es mich eine Zeit schon echt genervt hat, ich vermisse das hier ein bisschen alles. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte euch heute mal mein Bark River Abzieh-Set vorstellen. Beziehungsweise, ist ein Set. Ich habe mir einmal von Bark River dieses Compound hier gekauft. Und als Set gleich mit dem Reisestrop oder ich weiß nicht, ob es wirklich ein Reisestrop ist. Auf jeden Fall ist dieses Schleifset speziell für ballige Anschliffe. Wie auch immer. Seitdem sind alle meine Messer ballig. Nein, natürlich nicht. Das ist Blödsinn. Ich sag mal, alle, die in der Lage sind, ein Messer auf Schärfe zu bringen, haben genug motorische Fähigkeiten und genug Grips im Kopf, um zu verstehen, dass es ganz einfach um die Form des Drops geht und des Gebrauchs. Dementsprechend bin ich natürlich auch in der Lage, ein gerade abgezogenes Messer damit abzuziehen. Wenn wir schon dabei sind, das ist dieser ominöse Strop. Ich finde ihn richtig gut. Ich mag ihn sehr gern. Ich benutze ihn auch sehr gern. Und ich glaube, ich werde mir davon noch einen zweiten kaufen. Größer muss er nicht sein. Die Breite ist schon sehr schön. Das macht schon richtig Spaß, damit zu arbeiten. Einen zweiten davon, ganz einfach aus dem Grund, ich habe mir natürlich ja auch das Compound dazu bestellt. Wir haben einmal hier ein dunkles Compound für den groben Abzug. Dann haben wir hier ein grünes Compound für den Feinabzug. Und dann haben wir hier nochmal, das habe ich also dazu bestellt, das ist im normalen Set nicht dabei, ein weißes, ein ultrafeines Compound. Und ich muss sagen, sehr geil. Wirklich sehr geil. Also vom Schleifgefühl her hat das ein super Feedback. Das heißt also, wenn ich mit der Schneide direkt aufliege, kriege ich beim Abziehen eine schöne Rückmeldung darüber,
dass die Schneide auch komplett aufliegt. Also bin ich ein bisschen zu hoch oder ein bisschen zu tief, dann geht das Messer relativ schnell drüber. Und wenn ich genau aufliege mit der Schneide, dann habe ich einen schönen, ja, vielleicht kann man das sogar Gegendruck nennen. Ja, und einen zweiten möchte ich davon gerne nochmal haben für das weiße Compound. Natürlich habe ich das weiße Compound hier auf dem Strop. Den habe ich mal von unserem André, auch bekannt als Lehman Ross, geschenkt bekommen. Hier habe ich auch nochmal das Grüne drauf und natürlich, wie gesagt, das Weiße. Und auch auf meinem Jeansbrett habe ich das Weiße. Da bilde ich mir ein, dass ich im Moment damit nochmal die letzte Restschärfe herauskitzeln kann. Ja, ich hätte aber hier auf so einem Strop nochmal ganz gerne das Weiße. Und ich bin am Überlegen, ob ich mir nochmal so ein Spray bestelle. Es gibt da so Diamantsprays und ähnliches. Das wäre auch nochmal interessant, ob das nochmal ein bisschen was verbessert oder verändert. Und ich glaube, da ist es eh auch ganz gut, wenn nicht das Glatt, sondern das Rauleder auf der Seite ist, wo es aufgetragen wird. Und das ist auch eigentlich eine, möchte ich fast sagen, Besonderheit an dem Strop hier, und das gefällt mir auch echt sehr gut. Das ist die Raulederseite hier, die oben ist. Das heißt, dass der Riemen das wunderbar aufnimmt, das Compound. Also es gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Ja, ich wollte es euch eigentlich nur mal kurz vorstellen und euch mal meine Meinung dazu sagen. Ich bin wirklich begeistert davon. Ich habe das jetzt ungefähr ein Dreivierteljahr. Ja, also ein erkennbarer Abtrag auf dem Compound. Ja, man gerade so vielleicht an der Ecke. Ich hatte erst gedacht, naja, das wird ja schnell alle sein oder ob das denn so haltbar ist. Also ich bin wirklich überrascht und ich bin wirklich auch begeistert von dem Zeug. Insgesamt habe ich, wenn ich mich nicht täusche, 50 € bezahlt, kann es sein. Und wenn das große Set, nee, ich glaube 45, und das weiße Compound hatte mich nochmal 12 oder so gekostet. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber also dafür, was man mit den relativ einfachen Mitteln hinbekommt, ist es von der Preis-Leistung her wirklich sehr, sehr, sehr geil. Also der Strop, super. Der Compound, erste Sahne, also es gefällt mir auf jeden Fall besser als diese komische Diamantpaste vom Scherenankauf oder wo das her ist. So kann ich wirklich nur weiterempfehlen. Ja, wir haben ja, denke ich mal, alle ungefähr dasselbe Problem. Unsere Messer liegen sich ja im Schrank stumpf. Wenn man ein Messer eine Weile nicht angefasst hat, dann ist es völlig stumpf. Vor allen Dingen, wenn es im Karton liegt. Und dementsprechend werde ich mich mal um mein kleines Bob-Tanto heute kümmern und verabschiede mich. Hatte tschüss, bye bye, euer Eisenherz.